Hallo, Matthias. Ja. Hallo, willkommen zu einer Runde PUBG, Mama. Ja, also wir haben zwei Zuschauer dabei, muss ich jetzt noch dazu erwähnen. Und alle folgen mir. Alle folgen mir. Und deswegen würde ich mal sagen, wir gehen da raus. Ich bin etwas heiser noch, beziehungsweise... Man hört es. Beziehungsweise ich habe einfach nur wenig getrunken und ich habe jetzt aber auch gerade nichts zu trinken neben mir. Schlau. Na gut. Also, wir springen jetzt da gleich ab. War die Frauenstimme, die gerade Let's Go gesagt hat, was hast du? Das war... Nee. Okay. Wie Let's Go? Ja, gerade eine Frauenstimme Let's Go gesagt. Ja, wenn gesagt. Wenn du diese Sachen machst hier, diese Benachrichtigung, diese Befehle, dann ist das mittlerweile eine Frauenstimme. Get to the safe zone. Raus. Okay. Moment. Falsche Richtung. So. Get in the car. Oh, 600 Meter, 500 Meter. Oh, da folgen sie mir alle. Muss ich irgendwas... Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist jetzt automatisch. Der begattet dich jetzt automatisch, ja? Noch, zack und runter. Ja, ich habe jetzt halt hier so ein bisschen weiter weg gemacht, weil ich jetzt weiß, nicht gut bin. Ja, man kackt auch nicht. Ich finde es gut, wenn am Anfang immer direkt man in irgendeinem riesigen, in so einer riesigen Stadt ist, weil dann hat man nämlich überhaupt keinen Überblick. Ja, ist auch so. Aber die Frage ist natürlich, wie viel jetzt hier so ist für vier Leute, ne? Ich habe doch aber gesehen, dass da links auch noch ein Haus war. Hast du. Also, von daher, Auto öffnen der Türen gibt's auch mittlerweile. Ja, das ist ganz praktisch. Schönes Ding. Allerdings, ja, dann wissen ja andere Leute, dass du da drin warst. Oh, ein weißes Konfirmationshemd hier für dich. Wo gehen die anderen denn hin, in welches Haus? Naja, du kannst sie ja auch wieder zumachen, die Türen. Sie? Ja, Auto öffnen, Auto schließen ist das. Rucksack. Wow, eine Gasmaske. Jetzt habe ich hier gleich den ganzen... Das habe ich gleich das komplette Bist du Sado-Maso- ausgerüstet, um in deiner eigenen Wohnung zu leben? Das komplette Sadomaso-Programm habe ich jetzt hier gleich schon mal ausgerüstet. Ja, ich habe noch nichts außer einer Bandage und einen Rucksack. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, immerhin, ne? Hm. Wow, ich habe eine Schrotflinte. Und? Na, nix. Und, Energy Drink. Ah, hier nix. Komm, gib mir noch Energy Drink und Bandagen. Wow, ein Achtfachvisier. Wofür das denn? Hä, für die Kanone, für die Pistole? Du kannst auf die Pistole auf jeden Fall so einen Rotpunkt drauf machen. Ich hab ein Achtfachvisier. Warte mal, ich muss erstmal. Ja, ich hab den Rotpunkt zum Beispiel auf der Pistole. Das sieht auch voll bescheuert aus. Ja, aber das, was ich gerade hatte, war nie im Leben ein Acht. Ach, egal, so. Vielleicht kennen die das nicht. Moment. Ich würde sagen, wir laufen jetzt nach darüber. Denn dahinter gibt es noch schöne Sachen für uns. Wie wir es von Matthias kennen. Ich guck mal eben, ob hier einer von den Containern offen ist. Ich brauch noch kurz. Ich wühle erstmal die Karpaten. Ich habe wie gesagt gerade aktuell nur eine Schrotflinte, also das wird uns jetzt nicht so viel bringen. Ja. Hä, was ist das eigentlich, wenn einer vom Team ab und zu mal, so wie dieser Jano 2004, viele Grüße, er ist jetzt gerade grau? Jetzt ist er wieder. Ist aber nicht grau, der Name. Keine Ahnung. So, er hat übrigens ein Auto, der G-Soyo. Ah, ich brauche nicht. Wir können eben laufen, oder? Ja, ich würde sagen, wir laufen jetzt, aber ist schon mal nicht schlecht, dass er ein Auto hat. Na, falscher Knopf. So. Bleibt wachsam. Hilf. Irgendwer hat Hilfe. Achso, warst du das? Ja, nee, das hat er. Der ganz hinten, der Typ, der Nummer 4, oder was? Weiß ich nicht. Ja, no. 150 Meter weg. Ich kann nichts machen. Ja, dann soll er kommen. Hä, der läuft doch. Ja, der hat aber Help gesagt. Ich weiß nicht, ob einer hinter ihm war, vielleicht. Ja, aber du bist doch direkt bei ihm eigentlich. Also rein ist 60 Meter weg. Wow, ja, dann müsstest du doch hören, wenn einer auf ihn schießt. Ja, schon, ne? Wow, endlich eine. Ne, toll. Ist nix. Von einer Shotgun zur nächsten oder was? Was habe ich jetzt hier gerade aus? Toll, durch sein Ablenkungsmanöver habe ich jetzt wieder keine Sachen wahrscheinlich. Hä, was ist denn das für eine Waffe hier, die ich gerade habe? Ganz komisch. Ist da hinten drin? Ich vielleicht kannst du mir das sagen. Ne, warte mal. Wo sehe ich denn, welche Waffe das ist? Inwiefern? Steht da unten. Oder was? Der Name. Wenn du den Rucksack öffnest. Da steht aber der Name nicht. Nicht? Ich glaube nicht. Oh, da war auch schon einer in dem Kabuff. Ach Leute, lasst mir doch was übrig. Ist hier noch? Ich keine Ahnung, was das jetzt hier für eine Wumme sein soll. Ist doch auch wurscht, was es ist. Hauptsache, du siehst... Ja, Hauptsache knallt. Oh. So. Ich würde ja gerne mal schießen, aber das ist blöd, weil dann wissen ja andere Leute, wo wir sind. Deswegen mache ich das jetzt nicht hier. Ist auch noch ein Auto... Ja, dann lass uns schon mal überlegen, wo wir hingehen. Die Zone, ja, ich brauche immer noch mal irgendwie was. Wir sind eigentlich, ja, deswegen werden wir jetzt dahin fahren, wo ich den
wo ich den Marker gesetzt habe. Also ist das Problem, wenn er jetzt in dem Auto ist, hoffentlich fährt er jetzt auch dahin, wo ich das will. Komm, Jano, gib Gas. Steig ein in die gute Stube. Ich hab weiterhin nur eine Pistole, ne? Komm, ich komme. Go, go, go. Jano hat nicht mal eine Waffe. Impressive. Hä, wie kann das denn sein? Schuss. Da ist einer. Da ist zwischen den Häusern. Oh, warte, da könnte noch einer sein. Boah, wie lange? Oh, lol, die braucht man eben 10.000 Sekunden zum Nachladen, die Waffe. Echt super. Boah, endlich habe ich ja ein bisschen Kram. Und der Geier ist da schon wieder. Ja, ich habe ja nichts. Ja, hebt sich alles auf. Jetzt habe ich nichts, du Sackbauer. Ja, du hast doch schon was. Du hast ihn ja schon weggemacht. Ey, die braucht 80 Jahre, die Knarre, bis sie mal nachlädt. Was macht er denn jetzt? Steigt schon aus? Keine Ahnung. Oh, jetzt komm in die Bude rein, ey. Oh mein Gott, dann fahr! Turn on voice chat. Let's go. Los geht's! Fahr jetzt zum Wegpunkt, bitte, danke. Zum Wegpunkt! Ey, der fährt direkt zur roten Zone, willst du mich verarschen? Nein, wo fährt der hin? Ey, lass uns gleich raus, wenn er langsamer fährt. Oh nein, der fährt zur Stadt. Nein, böser Junge. Ach. Hauptsache, er fährt ohne den einen Typen einfach mal los. Ja, was macht er denn? Kann man nicht Stopp sagen oder so? Nein, du kannst auch nicht rausspringen, gescheit, wenn er so schnell ist. Was macht der denn? Ja, in der Stadt kannst du natürlich klicken, weil da ist ja überhaupt keine Übersicht. Was macht der denn? Ich weiß nicht. Ah, der will zur Schule. Warum das denn? Ja, der eine ist jetzt weg. Ja, hat er Pech gehabt. Hat ja 100 Jahre Zeit, ins Auto einzusteigen. Der hat keine Waffe, glaube ich. Also, Jano, wenn du das siehst, dann schreib's mir in die Kommentare oder so. Ich weiß es nicht. Ich bin noch nicht gefahren, auch wenn ich hier gesagt habe, er soll fahren, aber es war ja seine Entscheidung von Jisoyo. Halt an. Alter. Ja, mal gucken. Aim schon mal, da könnten überall Leute sein jetzt. Ruhig, Kollege. Ruhig, Brauner, ruhig. So. Jeder schnappt sich ein Gebäude. Okay, hier war, glaube ich, noch. Na, ich glaube, hier war noch keiner. Ich geh mal in die Sporthalle. Ich geh mal hier rechts rüber. Ein bisschen Ertüchtigungsübung machen. Boah, ich hab endlich mal eine Thompson. Danke. Ist hier noch? Kleinkram. Oh, eine M4. Sehr gut. Oh, hier ist Ersthilfe-Koffer und Energy Drink. Kann ich auch schon mal ganz gut was mit anfangen. Noch diese Sanitätertasche ist geil, ne? Aber die gibt's nicht oft, ne? Ne, die ist ein bisschen seltener. Oh, rote Zone ist in der Nähe. Wir sind nah dran, aber wir sind ja nicht drin. Von daher ist das noch. Oh, ich hab so viele Energy Drinks gleich. Schon mal echt gut. Alter, hier ist gut Kram. Ich danke dir, lieber Jas, irgendwas, dass du hier reingefahren bist. Die Idee war nicht schlecht. Alter, hier sind so viele Erste-Hilfe-Taschen. Ja, er knüpft sich wieder alles, der alte Gangster. Mhm. Wollte jetzt gerade schon ein böses Wort sagen, aber das darf man ja nicht mehr sagen. Das darf man nicht mehr sagen. Da kommt man ins Gefängnis. Ich das jetzt sage. Komm ich in den Frauenknast. Wer hat Hilfe gerufen? Was? Jano hat Hilfe gerufen. Der ist hier, wie ist jetzt. Nee, ist er nicht. Das Auto ist da. Er hat da Pech gehabt. Doch, der ist hier. Wie ist er jetzt hingekommen? Ja, gelaufen, wahrscheinlich. So schnell. Oh, nee, oder da stand doch noch ein Auto rum. Der ist wahrscheinlich gefahren. Oh, Hilfe, wo ist er denn, der euer Kopf? Hä, hey, der steht doch. Ich glaube nicht, dass der. Als ob der jedes Mal jetzt angeschossen wird oder so. Das kann doch gar nicht sein. Ja, keine Ahnung. Oh, noch ein Erste-Hilfe-Koffer. Aber wir können es gleich verschanzen bis hinten gegen. Oh, ein bisschen Schmerztabletten. Ich bin jetzt hier gerade im Klassenraum. Ein Visier wäre mal geil. Was für ein Visier? Ja, für die Waffen. Ah, okay, ich habe die Scharfschützenwaffe jetzt, das ist schon mal geil. Ja, genau. Und Rotpunkt ist auch okay. Ich hätte gerne noch so ein holographisches Visier oder zweifach oder so. Ich habe auch gar nichts. Hier, Visieren und so weiter. Ich bin gerade am Dach. Ich hätte hier eine Armbrust für dich. Ja, was ist mit einer Armbrust? Weiß ich nicht. Bandagen nehme ich immer mit. Oh, nochmal. Schießt wer. Jo, hab ihn weggemacht. Alter, das Achtfachvisier ist schon mal nicht so ganz verkehrt. Ist noch irgendwo was, ne? Ja, da war noch einer. Wird wahrscheinlich irgendwo einer sein, ne? Okay, der ist schon mal down. Also zwei sind weg. Da ist da nichts drin, was man gebrauchen kann. Wie weit sind wir denn in der Zone? Ja, mittig. Wir sind genau mittendrin. Das ist schon mal nicht schlecht. Kann man eigentlich nur hier bleiben. Ja, wir können definitiv komplett hier bleiben.
zwei Leute weggemacht. Hier kann man sehr, sehr weit auch einsehen. Warte mal, ich gehe mal ein bisschen in Deckung. Lass uns mal aufs Dach und irgendwie Deckung suchen. Ich bin auch am Dach. Okay, ich gehe auch mal hoch. Und, welches Visier hatte ich? Das war tatsächlich das Achtfachvisier, krass. Okay, nicht schlecht. Das Achtfachvisier war, ja gut, in dem Fall gerade war es okay. Auf welchem Dach bist du? Da bist du. Okay, kann man da irgendwie hin? Auto? Ne, ach, Flugzeug, okay. Ich suche gerade noch, ob ich irgendwie noch was finde, was ich gebrauchen kann, aber hier ist irgendwie nichts mehr. Ich gehe jetzt mal noch das letzte Treppchen hoch. Ich gucke aber auch mal immer, ob hier irgendwie noch was ist. Ich kann ziemlich weit. Eigentlich kann ich ziemlich weit alles einsehen. Aber man kann mich natürlich auch ganz gut sehen. Naja, das ist halt immer so ein bisschen das Problem, hast ne? Du noch, ich hör was. Südosten. Ja. Ja, man sieht's ja, wo es herkommt. Der eine kriegt einfach die ganze Zeit auf den Boden. Ja, das ist natürlich auch viele Gebäude, ne? Ja, also ich komm auch mal hoch. Hast du nicht noch irgendwie ein Visier für mich? Also irgendwas zum Zoomen? Nee. Ich hab keine Visiere außer das Rotpunktding und die, ja, die Scharfschützenwaffe. Ich hab die Scharfschützenwaffe, ich brauch keinen Achter. Kriegst du das nicht da drauf? Ja, die hat doch schon so viel. Ich glaube nicht, dass sie dadurch noch besser wird. Ist die Frage, wo wir jetzt hingehen? Ich habe auch Schritte gehört irgendwo. Ja, weil ich gerade hier hochgelaufen bin. Ich war das. Ich weiß nicht, ob du das warst. Spannung, Spannung. Ist die Frage, wo wir uns jetzt hinhocken? Ah, ich sehe jemanden. Wo? In der Richtung, wo eben die Schüsse wegkamen. Osten, Südosten. Weil die anderen beiden Typen sind da auch hingegangen. Wo ungefähr? Ich habe Achtfachvisier. Da, wo jetzt dieser Yisoyo ist. Ja, aber wo da? Ja, er ist da hinter das Haus gelaufen. Ah, er hat ihn gerade weggemacht. ...42 leben noch. Das Problem ist, wenn man hier am Dach liegt, dann ist man natürlich auch recht offen. Ja, wenn du liegst, ja nicht. Nur wenn du stehen würdest, dann wärst du offen. Naja, wenn ich liege, kann ich auch getroffen werden. Ja, aber du bist doch hier hinter der... Hier ist so eine kleine Erhöhung. Ich hab schon wieder was gehört in der Richtung. Ja, die laufen aber auch mitten da rein. Ja. In die... Klar, wenn die mitten in die Stadt rennen, brauchen sie sich nicht wundern. Ist ja egal, dann lass die doch das machen, das abdecken, denn... Hier ist noch ein Rotpunktvisier, wenn du das gebrauchen kannst. Ja, gib mir, komm mal hier hoch. Ja, ich bin hier, komm zu mir, du bist 30 Meter weg. Ja, komm doch mal eben hier hoch, ich liege hier. Ich liege doch auch am Dach, du Eierkopf. Ah. Gewechselt. Das könnte ich bestimmt gut bei der. Ich glaube bei der Thompson. Nee, ich glaube, die kann kein Visier haben. Hast du noch irgendwie sonst eine Waffe? Wo bist du denn? Hier. Da. Ja. Ja, leg mir mal da hin. Liegt doch hinter mir. Ich hab's hier gerade quasi da ausgebrütet. Ich glaube nicht, dass das. Kann ich das benutzen? Ich hab's uns ja, ich hab's jetzt mal gemacht, aber. Ich hab hier so komische Visiere, die kann ich noch Munitionsdinger, die kann ich noch ablegen, die bräune mir nicht. Ich glaube, vielleicht kann ich was gebrauchen davon. Das war nur so ein... Hast du das jetzt hier hinter dir ausgeschissen? Ja. Ich kann hier gebrauchen, das wird Pistole. Ja, dann guck du mal da, dann guck ich mal so in dieser Richtung hier hinten. Richtung von dem Wasserturm. Das Problem ist, ich habe auch nur 72 Schuss. Da hinten ist jemand. Im Osten, im Osten. Na gut, da bin ich jetzt gerade zu weit weg, da mach du ihn mal eben kaputt. Ja, ich krieg den auch nicht. Nämlich so gerade gesehen mit dem Scharfschützenvisier. Da ist noch jemand kampfunfähig. Wir sind eigentlich recht gut in der Zone immer noch. Mhm. Ich lümmel jetzt hier auch gerade nur so ein bisschen am Dach rum. Ja, ich auch, aber... Brauch gerade keine andere Chance irgendwie. Warte mal. Weil du willst jetzt in die Stadt rennen, macht keinen Sinn. Eigentlich ist es sinnvoll jetzt hier. Ich gucke jetzt hier und gucke. Ich muss halt jetzt gucken, ob von da irgendwer kommt. Vor allem, wenn die Zone gleich kleiner wird, ist ja meine Hoffnung. Da sind schon wieder Schüsse. Ja, das ist alles in der Stadt gefunden. Oh, nicht schlecht. Ich habe nur eine 1er Weste. So, jetzt bin ich draußen. Matthias ist da vorne. Jetzt laufen wir jetzt kaputt rein.
Warst du schon drin in dem Kampf? Da ist nichts drin. Na, ist klar, dass der sich schon wieder alles nachgeguckt hat. Wo ist unser Kollege? Der ist da vorne. Wir brauchen ein Auto. Ah, hier ist ein Moped. Hier ist ein Moped. Lass uns das nehmen. Eben gucken. Ob er wohl die eben erledigt hat, die da waren? Weiß nicht, brauchst du 5 oder 7 mm Munition? Lass uns gleich gucken. Lass uns erst aufs Motorrad. Ja, dann warte, dann nehme ich hier mal mit, sonst hätte ich jetzt hier liegen lassen. Wo läufst du hin? Komm. Oh, rote Zone hat sich jetzt, das hat sich erstmal erledigt. Dann fahren wir mal da hin. Kannst du schießen jetzt vom Motorrad aus? Ich fahre mal so ein bisschen ja. In der Stadt vorbei, wenn es recht ist, ne? Ich kann schießen. Ist zwar nicht viel, das wackelt ohne Ende, aber... Ich versuche halt jetzt nicht unbedingt in die Stadt reinzufahren. Ja, ja, schon klar. Außerdem ist ja auf der Straße kann man besser fahren. Okay, Wegpunkt passt. Guck mal, ob die rote, ist die rote Zone noch da? Die nee. Ist weg. Na gut, dann setze ich mal den Wegpunkt dahin, wo er den gesetzt hat. Ja, er ist selber überhaupt Sache 500 Meter woanders, ne? Hey, bist du abgesprungen? Aus Versehen, ja. Warum? Oh, das wäre auch fast schief gegangen, merke ich gerade. Ja, komm. Ja, du musst mal eben hier so ein Paket nehmen. Ja, dann muss ich so lange absteigen. Mir das ja zu unsicher hier. Was machst du denn mit mir, Matthias? Treibst du da Schabernack mit mir? Okay, da hinten ist der Drop, das ist aber egal für uns. Ja, dann ist mal um zu den... Hä, was machst du denn? Hab ich geschossen? Alter, ey! Herzkasper des Jahrhunderts, oh, ja. Ey! Läufst auf mich zu und schießt auf einmal! Er hat ja, gesagt, komm enemies jetzt. Ahead. Ja, aber er ist doch gar nicht da. Enemies ahead! Ja, bei ihm da hinten, der Eiermann. Ja, ey, dann soll der Sackbauer sich mal beeilen, ey, ganz ehrlich. So. Ja, du ins Rechte, dann gehe ich ins Linke. Ich bin gerade mit dem Ding umgefallen. Hier ist nur eine. Ja, ist eine Uzi, aber das ist auch nichts. Ja, komm, die nehmen wir mal mit hier. Komm. So. Ja, der soll. Das ist immer so. Dann soll er doch keinen Wegpunkt setzen, wenn er doch dann eh nicht kommt. Oh, ich weiß nicht, ob G-Soso auch einer von unseren Zuschauern ist. Wenn du das siehst, ich hab's nicht so gemeint. Oh, Schüsse. Ich kann mal versuchen, Süd. Ich wollte sagen, ich könnte mal versuchen zu snipern in die Richtung, wo der war, aber ich sehe den nicht beim Gelände. Ich lunz gerade mal hier so raus aus dem Fenster. Na. Ja, dann lass mal, dann gehe ich jetzt mal raus und gucke mal. Ich habe einen gerade mal getötet, das ist echt so eine schwache Ausbeute, aber... Bester Kommentar letztens. 20 Kills oder D-Abo. Ja. Tschüss. Immer wenn ich keinen sehe, ich habe einen halt. Ja, gut, und einen, den du angeschossen hast. Und dann ich bin eben bei Arcade einmal genau nach der Landung direkt erschossen worden. Schüsse immer noch, höre ich immer noch so bei 195. Kommt auch was angefahren. Wo kam das jetzt her? Boah, da ist er. Ja, super. Er hat uns beide erwischt. Warte, kann ich dich mit dem Erste-Hilfe-Ding? Ja, okay. Da liegen wir. Benny Stern, ein Deutscher. Ja, GG. Schön, unsere beiden Kisten. Ja, zwei Leute waren das sogar. Ja, die kamen mit dem Auto an. Aber ja, er läuft jetzt genau da rein. Der Typ. Ja, aber wie schön unsere Kisten jetzt auch genau nebeneinander standen. Das hätte er nicht romantischer... Jetzt müsste er ja eigentlich mal langsam seine Waffe nehmen. Ja, müsst ihr ja sehen, dass wir da gestorben sind. Ja, die sind, Nächsten ne? getötet. Da ist auch ordentlich noch... Benny Stern ist aber auch gerade abgeschossen worden. Echt? Ja. Ja, ich hab den ja gesehen, aber dann kam dann doch der andere an und dann... Ich hätte mich auch erst heilen sollen, glaube ich. Ja, Benny Stern ist jetzt weg von... Keks. Er sieht die da rumlaufen. Ja, jetzt hat er sie. Hat er beide? Nee, er hat gar nichts gemacht. Die haben sich gegenseitig gekillt. Ja, aber unser... Ja, der lebt noch. Ja, aber der hat doch gerade geschossen. Ja, ja, die sind beide down, aber ich glaube, die haben sich gegenseitig gekillt. Da ist noch einer. Und jetzt, oh, das war's. Jetzt hat sie ihn auch zerrissen. Ich weiß nicht genau, ob... Ah, ne, er ist nicht mein Freund gewesen. Jesus Hoho, dann war er. Dann tut's mir doch nicht leid, was ich gesagt habe. Ansonsten ist es immer Platz 7. Ja, ist okay. Also, naja. Auf Wiedersehen und tschüss.
Macht's gut, tschüss.